Und es war ein ereignisreicher Tag bislang für uns. Über all das werden wir jetzt hier reden in der Sendung. Ich begrüße Sie herzlich zu Brisant. Gestern war es noch eine kurze Meldung bei uns. Da war es gerade erst bekannt geworden. Inzwischen wissen wir einiges mehr zu dem Frühchen, das auf einer Säuglingsstation in Oldenburg gestorben ist. Nach einer Infektion mit einem Keim. Und was so besonders bestürzt, dass dieser Keim wohl über die Babynahrung an das Kind gelangt sein soll. Aber wie kann ein Keim in oder an die Babynahrung gelangen? Und was bedeutet das? Also viele große Fragen heute. Weil jetzt sicherlich einige Hundebesitzer Fragen haben und in Sorge sind, gucken Sie gerne online. Da haben wir noch mal alles rund um diese Zecke und auch, wie Sie Ihr Tier schützen können, Ihren Hund vor dieser Zecke. Also brisant.de. Und wir gucken jetzt auf die Prominenz. Und da haben wir Britney Spears. Die will nämlich gegen ihren eigenen Vater vor Gericht aussagen. Was da vorgefallen ist zwischen den beiden und warum ihr viele Menschen dabei beistehen, das wird Thema sein jetzt bei uns bei Brisant Prominenz. Finde jetzt die Stars bei Brisant Prominent. Und das ist zu Beginn Britney Spears, dass eine Tochter gegen den eigenen Vater vor Gericht zieht. Das zeigt ja schon, da muss wirklich richtig was los sein in der Familie. Und im Fall von Britney Spears geht es um viel, um ein Menschenrecht. Es geht um ihre Freiheit. Dafür haben ihre Fans einen eigenen Hashtag ins Leben gerufen. Unter Free Britney kämpfen sie schon lange dafür, dass ihr Vater die Vormundschaft über seine Tochter verliert. Denn die Fans sagen dazu, da geht es schon lange nicht mehr darum, was gut ist für Britney. Es geht einfach nur um ganz viel Geld. Kleiner Fakt heute zur Herzogin Kate. Wussten Sie, dass Herzogin Kate ihre eigenen Bienen züchtet? Das stimmt wirklich. Auf ihrem Landsitz. Und wir machen jetzt noch mal großes Kino. Es gibt Kinofilme, die bleiben. Da sitzt man heute genauso gebannt davor mit Gänsehaut wie zur Premiere. Und für viele gehört dieser Film dazu, der Thriller Das Schweigen der Lämmer. Der Film hat jetzt tatsächlich schon 30 Jahre auf dem Puckel. Wahnsinn. Und Anthony Hopkins sagt, es ist bis heute einer seiner besten Filme. Wir reden darüber mit aller Vorsicht. Natürlich, wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr, kurz vor 18 Uhr. Und Kinder sind womöglich noch in der Nähe, also vorsichtig mit den Bildern. Aber es ist ein großes Jubiläum. Und das wollen wir feiern. Macht er richtig ganz entspannt. Alec Baldwin haben wir noch. Er und seine Frau haben mittlerweile so viele Kinder, dass wir dachten, die kommen privat zu gar nichts mehr. Aber die machen es richtig. Die nehmen einfach die ganze Familie mit auf den roten Teppich. Und wir lernen, Partnerlook ist wieder in. Und stark ist sie, Sängerin Dua Lipa, weltweit eine der Stimmen aktuell. Und sie verrät uns heute, bei wem sie musikalisch durchgedreht ist als Kind. Und sie hat als kleines Mädchen gar nicht gewusst, was sie da im Radio hört, hat aber ordentlich immer mitgesungen und dann erfahren, es sind die Fugees. Und tatsächlich hat diese Band Riesenfans bis heute, nicht nur Dua Lipa. Und wir verraten, was aus den Fugees geworden ist. Die Fugees, so swingen wir uns jetzt raus aus dieser Sendung in den Abend, wünschen Ihnen einen guten Abend und freuen uns auf morgen ab 17.15 Uhr im ersten und später gern auch in Ihren dritten. Bis dann, tschüss.